Ich finde es eine sehr tolle Organisation. Ich finde die Arbeit, die Sea-Watch macht, sehr wichtig. Man kann, also mein Kopf vergleicht Sea-Watch schon immer mit einem Minenräumdienst, der ganz direkt einem Bauern zum Beispiel ein Feld klärt sozusagen. Der Bauer hat dann ein Feld mehr. Wir retten Menschen, wir ziehen Menschen aus dem Wasser. Das ist ein Leben, was wir retten. Das sind tausende Leben, die wir retten, ganz direkt. Seenotrettung beruft sich aufs Seerecht. Das heißt, wenn Menschen in Seenot geraten mit ihren Schiffen oder mit ihren Booten, gibt es die Verpflichtung zu retten. Also jedes Schiff, jede Person, die dort in der Nähe ist, muss retten laut dem Seerecht. Und dass wir aufgrund der Kriminalisierung dort immer weiter in eine Ecke gedrängt werden, wo wir diese Pflicht und dieses Recht nicht mehr ausüben können. Das bedeutet in aller Linie mal aus Organisationssicht, dass es sehr unsicher ist, dass unser Schiff praktisch von heute auf morgen weg sein kann. Das bedeutet aber natürlich auch für die Crew, wie man im Fall von Proactiva gesehen hat, da, wo zwei Leute angeklagt wurden wegen Beihilfe zu illegaler Migration. Und darauf steht 10 Jahre Haft bei einer Verurteilung. Das bedeutet für unsere Crew ganz persönlich eine natürlich totale Verunsicherung, weil sie dieses Risiko eingehen müssen. Es ist eher deprimierend zu sehen, dass andere Leute anders denken, dass die Politik anders denkt, weil es falsch ist, wenn Menschen sterben, weil es unnötig ist, dass Menschen sterben. Und dass die EU nichts macht, um das zu verhindern, für das braucht es Organisationen wie Sea-Watch oder andere Organisationen, die diese Menschen retten.